Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession zu Let's Play Resident Evil Village. So, wir waren ja eigentlich schon auf dem Weg zur Fabrik, zu Heisenberg. Ich habe jetzt aber nochmal, weil mir langweilig war, einen alten Spielstand geladen. Und ja, ich habe es getan. Ich habe einen Spielstand geladen, wo wir gerade auf dem Weg zum Moreau waren. Und ich habe mir das jetzt noch geholt, das ich euch in einer älteren Folge mal gezeigt habe. Und ihr habt praktisch das Gesamte nochmal gespielt. Deswegen habe ich vielleicht jetzt ein bisschen andere Anzahl an Munition. Und eine Sache können wir noch machen und die will ich auch machen. So, und zwar gehen wir nämlich nochmal zu die brachliegenden Ackern. Das war da hinten, war dort hinten war Luisas Haus. Wir erinnern uns. Und da hinten, da ist jetzt was. Und das schaut ziemlich gefährlich aus, deswegen rüste ich mir jetzt gleich mal mit der Magnum aus. Schieß einmal. Schieß zweimal und sicher nicht öfters. Oh oh! Oh! Autsch! Okay. Es war anders geplant. Haben wir noch. Hey, du passt nicht wegrennen, wenn da meine Granaten noch liegen. Okay, laden wir da mal nach. Autsch. Okay, jetzt brauchen wir ganz dringend Heilung. Aber der kommt aber nicht näher, oder? Der schaut ein bisschen anders aus. Das war jetzt vielleicht ein bisschen feig von mir, aber es hat ganz gut funktioniert. Kristalline Urzeitbestie. Das war jetzt mal kristallin an. So, ich lade hier mal überall nach. Gut, das war der. Eigentlich wollte ich mich jetzt nicht heilen, aber egal. Wir haben jetzt zwar keine Heilung mehr. Oder fast keine Heilung mehr. Okay. So. Aber sonst hat sich dann nichts getan, oder? Nö. Na okay. Dann war hier wirklich nur diese Bestie. Da hinten war ja das eine Schwein. Okay. Gut, dann haben wir das jetzt aber. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Duke zurück. Verkaufen die kristalline urzeitliche Bestie. Alter, das schaut schon geil aus. Also es war halt echt ein nettes Dorf, wenn du nicht laut der Besten herumrennen würden. Ja. Genau, also jetzt mal zum Duke zurück. The show must go on. Muss ich mal an Queen denken. Ist das von Queen das Lied? So, und hier rauf. So. Und Shop-Öffnung. Ah, ja, ja. So, Ankauf. 80.000, bist du deppert. Das zahlt sich aus. Ja. Gesehen und gekauft. Ja. Gut, Munition habe ich auch alles gekauft, also Geld haben wir wirklich genug. Essen ist Leben. So. Ein gutes Geschäft, okay. Das muss ich schon sagen. Gut, und jetzt gehen wir aber da lang, wo wir schon lang gegangen sind. Dann gehen wir jetzt endlich Richtung Fabrik. Ich denke, wir werden jetzt noch im Hauptspiel noch ein... Was war das? Keine Ahnung. Ein oder zwei Aufnahmesessionen noch verbringen. Dann haben wir noch das DLC. Shadows oder Shadow, weißt du, ob es mehrere Schatten oder nur ein Schatten ist, of Rose. Und dann, das wird wahrscheinlich auch, schätze ich mal, Aufnahmesession dauern. Ja, und dann haben wir das Spiel durch
Und dann werde ich erst ein neues Projekt starten, sobald Resident Evil 4 das Remake draußen ist. Das kommt ja im März heraus. Ich weiß jetzt nicht gerade, was für ein März. Ich glaube, gegen Ende März. Deswegen hoffe ich, dass wir das Spiel wirklich nicht so schnell jetzt durchhaben, damit nicht eine zu große Pause ist. Und ja, dann spielen wir eben das Resident Evil 4 Remake. So, das haben wir alle schon hier gemacht. Wir machen es aber einfach noch einmal. Weil ich will das Spiel schon ziemlich zu Release spielen, weil ich bin schon ziemlich heiß drauf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ja. Wenn ich jetzt ein anderes Spiel spiele, das ich geplant hätte übrigens, auch ein Remake, habe ich schon mal erwähnt, dann ja, wird sich Resident Evil 4 das Remake leider sich um einige Wochen verschieben. Das will ich ehrlich gesagt nicht, weil ich will das Spiel echt schon spielen, weil das schaut echt cool aus. So, ich muss immer wieder erwähnen, Resident Evil 4, ich war kein Big Fan von dem Spiel. Es hat Spaß gemacht, aber ich habe mir mehr erhofft. Aber das Remake schaut sehr cool aus. Sehr, sehr cool. So. Warum platziert man da überall Kerzen? Welche arme Teufel hat das gemacht? Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha! Na ja. Los, komm einfach über die Brücke. Okay, und wenn du sagst, dass alles gut wird, dann glaube ich dir das. So, 9.9. genau, ich habe mich in den letzten paar Tage nochmal bis dahin gespielt. Ah ja, ich muss übrigens wieder 2 Aufnahmesessions aufnehmen, ich lege schon wieder hinten. Ich habe nämlich letztes Wochenende nicht aufgenommen, weil... Warum eigentlich nicht? War ich krank? Ich weiß gar nicht mehr. Deswegen muss ich... Ja, wenn möglich heute gleich 2 Aufnahmesessions. Ah, Ethan Winters. Willkommen. Du hast Donner und Moreau bezwungen, Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Was soll das werden? Wir werden sehen. Aber wo spricht du überhaupt? Sieht da nirgendwo so laut spreche und das braucht sie ziemlich laut an. So. Was hat er gesagt? In Amerika haben wir Schlimmeres überlebt. Ja, Bakers. Das war jetzt AK sehr nette Familie. War eine schrecklich nette Familie. Heisenbergs Fabrik. Okay. Gut. Aber natürlich will ich mich hier, wenn möglich, mich ganz genau umschauen. Weil wenn ich da irgendwo schon wieder Ziege oder sowas übersehe, dann muss ich schon wieder einen alten Spielstand laden. Wobei Ziege war nicht so tragisch. Ziege war nicht so tragisch. Ist das ein Panzer? Okay. Weil eine Ziege kann ich noch nicht einfach nur. Also da kann ich einfach einen alten Spielstand laden, Ziege schießen und einen neuen Spielstand oder meinen aktuellen Spielstand weiterspielen. Das übernimmt er dann. Aber wenn ein Schatz oder sowas übersieht, das war ein wenig tragischer. Ich hab's Gefühl, dass ich da gar nichts finde. Alter! Schreck bin ich da so, Heisenberg. Oh, da ist was. Immerhin Metallreste. Jo, wir gehen gleich da rein. Zuerst schauen wir uns um. Rostige Reste. Was denn generell eigentlich aus mit Inventar und so. Okay, wir haben keine flüssigen Chemikalien, keine Schießpulver. Das sind unsere 2 Rafting Materials to go. Gut. Pistolenmunition haben wir eindeutig zu viel. Daher werde ich mal das Inventar sortieren.
Ja. Na gut. Dann gehen wir hinein. In die gute Stube. Auf jeden Fall finden wir hier irgendwo was. Okay. Hier. Fischpulver. Nice. Können wir mit dem Schießpulver schon was machen? Nope. Außer das und das und das, aber das brauche ich eigentlich alles nicht. Gut. Sonst war da nichts mehr. Ich habe echt jetzt Angst, dass ich da irgendwo was übersehe. Dabei wird das Symbol, dass man sich was anschauen kann, eh schon von ziemlich weit weg schon angezeigt. Aber ich schaffe es trotzdem, dass ich es übersehe. Weil ich da ein bisschen, wie man bei uns in Österreich schon sagt, ein bisschen schassagert bin. Gut. Flüssige Chemikalie. Können wir uns... Ich werde das einmal machen. Damit wir ein bisschen Heilung haben. So. Okay, der Raum ist auf jeden Fall mal blau. Gut. Schauen wir uns das an. Was ist das? Mia? Hey, hm? Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Grab. Verdammt! Oh oh, jetzt aber schnell weg. Scheiße! Sackgasse! Na? Scheiß drauf! Ja! Oh, 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 oh.
Was war das für ein Ding? Tja, keine Ahnung, was du da Heisenberg zusammengebastelt hat. So, aber da wären wir. Mitten in seiner Fabrik. Die ist ziemlich fett auf jeden Fall. Also da werden wir auf jeden Fall ein bisschen verbringen, unsere Zeit.